Durch wechselseitiges Verlagern des Körpers und Ziehen der Bremsen wird das Gerät ins Rollen gebracht. Der Blick geht dabei der Kurvenrichtung voraus. Der Innenflügel wird mit der Bremse ins Blickfeld gezogen. Ziehen der Außenbremse verhindert die Einklapptendenz des Außenflügels. Das Lösen der Bremsen beschleunigt Kappe und Pilot. Rollen mit dem Gleitschirm ist immer eine Roll-Nick-Bewegung. Zum Stabilisieren wird zuerst die Nick-Bewegung durch Ziehen beider Steuerleinen gestoppt. Die Rollbewegung wird durch zeitversetztes Freigeben der Bremsen beendet. Das Körpergewicht bleibt auf der Kurveninnenseite. Pilot und Kappe haben wieder dieselbe Geschwindigkeit.